Warum muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Naja, weil er es einfach wert ist. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Ja, hallo? Und das ist also der Schlüssel? Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ah, ich habe keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazarevich nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist eine gute Idee. Na dann komm. Yep. Yep. Der Nathan, der alte Schlingel. Dann folgen wir mal der guten Chloe. Der ich immer noch nicht hundertprozentig vertraue. Okay, die FAL lassen wir liegen, weil da gibt es ja kaum Munition für. Die Mikro gibt es wieder im Angebot. Komm, die nehmen wir mal mit. Ist besser als die Defender. Das bringt nichts. Sie ist verschlossen. Warte hier. Ich suche einen anderen Weg. Wie immer. Obwohl man muss ja sagen, dass Chloe deutlich fideler nochmal ist auch als Elena. Also die ist ja ein echter Pro, die Chloe. Schatzsucher-Profi. Aber die Elena war, glaube ich, die nettere. Obwohl ich das jetzt zurücknehmen muss. Scheinbar scheint Chloe da ja doch ganz in Ordnung zu sein. Immerhin hat sie uns auch eben den Arsch gerettet hier. Was haben wir hier noch an Munition für die AK? Defender. Vielleicht komme ich damit hoch. Ach, wieder die Straßenschildaktion. Hätte ich mir ja denken können. Ja, yeah, geschafft. Club Raja. Und Alle-Opa. Schöner Sprung. Und jetzt darüber, will ich mal behaupten. Kommen wir hier rüber? Nee. Doch, das klappt tatsächlich. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Aber so irgendwie gerate ich jetzt gerade doch an meine Grenzen. Nochmal zurück. Hier muss ich doch gar nicht hin, bestimmt. Ich muss doch bestimmt da oben irgendwie an diese Sprossen von dieser Klimaanlage. Und jetzt deutet er ja sehr darüber. Und da würde ich auch gerne hin, aber da gibt es keinen Vorsprung oder so, ne? Vielleicht muss ich hier rum. Ja. Jetzt hier hoch. Da vorne liegt ein Schatz oder eine Granate oder so. Ich lasse es einfach mal liegen. Ich glaube, es ist nur eine Granate. Ich kann von hier das Hotel sehen. Ja, ich weiß. Sind fast da. Nicht gerade ein Fünf-Sterne-Haus, aber... Oh, eine hohe Aussichtsplattform. Super, da habe ich mich versprungen. Habe ich natürlich nur gemacht, um mir die Granate zu holen noch. Natürlich, ihr wisst Bescheid, ne? Nee, Quatsch. Das war keine gute Aktion einfach. Oh, da unten lag noch Munition für die FAL. Ich sehe das immer hier von oben gerne, ne? Da findet man sowas ganz schön schnell. Da sieht man schneller blitzeln und blinkeln. So, nochmal schnell in die Klimaanlage gehuppert. Hier rüber. Ja. Nicht so stöhnen, Nathan. Was soll denn die Chloe von dir denken? Hier springen wir mal rüber zur Sicherheit. Und hier sind so, aha, so kleine, nicht Vorsprünge, was sind das denn hier? Metallstäbe aus dem Wändchen am Ragen. Und hier vorne wieder an die Ziegel, die ganz zufälligerweise da so schön vorspringen.
Oh, das war mal eine richtig schöne Kommode, Freunde, oder? Ein antikes Stück. Ein Apothekerschrank. Wir müssen da jetzt hoch. Och, nö. Das kann übel enden. Jetzt ganz langsam. Ich kann jetzt nicht reden. Ich muss mich hier hundertprozentig konzentrieren. Oh. Puh. Rüber zu dem eingestürzten Balkon. Ah, bestimmt wieder zu dem Schild. Das ist auch noch ein Hotel Eldorado. Ich denke, wir waren schon mal ein Hotel Eldorado. Ach, das andere war bestimmt nur ein Werbeschild von Hotel Eldorado. Okay, wir bleiben mal hier hängen. Scheiße. Schieß auf das Schloss. Ich muss Chloea retten. Kann ich ja nicht zulassen. Scheiße, jetzt wird die Muni aber echt knapp. Verdammt. Okay, wir lassen uns runterfallen. Nochmal da lang und auf die Fresse, Freundchen. Nix da. Nicht mit uns. Genau damit. Ach, Kacke. Aber wozu haben wir denn eine Granate bekommen, hä? Nimm das. Scheiße, der hat's überlebt. Den schnappen wir uns aus der Nähe. Scheiße. Oh, Backe. Nichts da! Kurz ausharren. Und jetzt schnappen wir uns den einen Kerl hier noch. Wo ist der? Da. Komm her, du Wurm. Würmchen. Die FAL. Schön viel Munition. Und jetzt bist du dran. Pams. Wir können natürlich auch Chloe da mal kurz rausholen, damit ihr uns Unterstützung leistet. Wäre vielleicht sogar ganz sinnvoll. Aber wir kriegen es ja auch so halbwegs hin. Oh, mein Akku für den Controller ist gleich leer. Da muss ich gleich mal eine kurze Spielpause einlegen oder eben das Kabel anschließen. Aber ich glaube, ich habe jetzt eben ja viel gezockt. An einem Stückchen. Nee, die FAL ist besser. Die gefällt mir gut. Ach, und da kommt direkt der Nächste an seine Stelle. Der hier auch sterben will. Hallo, Chloe. Bam. Chloe ist ja auch ein interessanter Name, ne? Hey, mach zurück. Die Tür auf. Gibt's auch einen lustigen Kinofilm, cool. Beziehungsweise so lustig ist der gar nicht mit Hilfe. Chloe. Mit so einer sehr, sehr hübschen Schauspielerin. Er handelt von einer Frau, die denkt, dass ihr Mann fremdgehen würde und deshalb eine Prostituierte engagiert. Ich glaube, ich komme an die Leiter. Okay, dann können wir das Schild, glaube ich, hier liegen lassen. Schade, ich dachte, wir können jetzt mal hier mit dem Einsatzschild rumhempeln. Aber dem war leider nicht so. Oh Mann, viel zu schön, um sich draufzusetzen. Ja. Na bitte. Renata. Also richtig wird nichts für dich tun. Bei der Chloe haben die Designer echt gute Arbeit geleistet. Ist schon eine Schnecke. Aber ich finde auch der Nathan, der Nathan, ist ein echt sympathischer Held einfach. Kommt cool. Haben sie schon gut gesetzt. Kann ich das hier einschlagen oder was? Da muss ich wahrscheinlich kaputt schießen. Na, dann machen wir es mal. Bam. Brett für Brett. Weg damit. Ich lade gerade mal meine Wummen nach. Ah, die FAL ist komplett aufgeladen, munitionstechnisch. Hier noch ein bisschen Granätchen. Nehmen wir natürlich mit. Was können wir denn hier tun, um den Weg frei zu räumen? Vielleicht ein Granätchen halt? Kommt die Chloe denn mit? Weil ich will die ja nicht gefährden. Soll ich das mal ausprobieren einfach? Könnte ich ja mal machen eigentlich, ne? Geh mal weg, junge Frau. Ich probiere mal was aus. Ja, normal müsste das ja wohl jetzt weggesprengt sein. Zum Teufel.
Wo soll's denn dann lang gehen hier? Hier ist ja auch alles dicht. Komm, hier lang. Na super. Und ich dachte, ich müsste das irgendwie freispringen jetzt. Okay. Augenblick! Will mir nur kein Sprecher einfach. Gute Manieren, was? Glaub mir, die kommen nie aus der Mode. Ich nehme nochmal gerade die FAL. Und wir ziehen hier weiter. Ach, das ist echt schön hier. Eine sehr schöne Räumlichkeit, ein wunderbarer Außengarten. Da fällt mir ein, ich muss meine Blumen mal wieder drin gießen. Das vergesse ich ja auch sehr oft. Ich habe nicht unbedingt so einen grünen Daumen. Kapitel 6, Wunschkonzert. Die Männer werden eiskalt erschossen. Wahrscheinlich von Lazarevich Schergen. Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und sprenge ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise. Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Wir müssen uns jetzt den Kerl offensichtlich schnappen. Aber leise, und das wird heikel. Das wird sogar sehr heikel. Ah, nee, den da, auf dem Wagen, aha. Dreh dich um, Bursche, damit ich da vorbeikomme. Genau so ist es mir recht. Zack, Nummer 1. Und wie können wir uns den jetzt holen? Können wir da dran springen, irgendwie an die Planke? Genau. Und wenn er sich dann gerade dumm dreht, schnappen wir uns ihn. Genau so. Bitteschön. Ja, nette Aktion. Und der Kampf beginnt. Panzerfaust, probieren wir mal aus. Komm, wenn wir gerade schon eine da haben. Hier, haha. Für den nächsten habe ich noch eine parat. Dann bist du die halt. Den Doppelpack hochgenommen. Und dann haben wir noch ein paar Granätchen. Das tut mir echt leid um die alte Buddha-Statue. Hinter uns ist Chloe. Da ist ein Benzinfass. Können wir theoretisch auch in die Luft jagen, aber ich warte erstmal. Und wir müssen mal hier unsere Wumme wieder wechseln. Jetzt nochmal zur FAL. Und die Mikro vielleicht auch nochmal. Und dann auf. Und angreifen. Scheiße. Schlechter Treffer. Ganz schlechte Aktion. Ob ich da nochmal eine Granate werfen soll? Ich will mir die nicht zu sehr verschwenden auch. Aber ich mach's einfach mal. Komm. Wir sind jetzt gerade zwei. Probier's mal aus. Schmeckt tödlich. Scheiße. Fuck. Die hätte uns beinahe erledigt. Dieses Granatäpfelchen. Irgendwie ist unsere Flanke nicht gesichert, habe ich das Gefühl. Mensch! Chloe! Gute Nacht! Den Typ mit dem Schild, mit dem ist nicht zu spaßen. Den muss ich schnell ausschalten. Scheiße! Boah, das war knapp. Yeah!
Wie viele da wieder rauskommen aus dem Tempel? Unwahrscheinlich. Okay, noch ein Schuss im Magazin und dann ist das Magazin empty. Ja, ich weiß, aber ich hole mir neue Freundchen. Und damit hast du wohl nicht gerechnet. Und dein gottverdammter Freund. Die sehen ja alle aus wie Zwillinge. Scheint eine große Familie zu sein. 50 Eliminierung mit der AK-47, Freunde. Pam pam. Paratatam. Irgendwann haben wir die schon ausgestellt. Irgendwann heulen die schon nicht mehr rum. So, jetzt gezielte Treffer. Ja, mit den letzten drei Kugeln. So, nochmal die FAL. Was haben wir da gerade gehabt? Ein Einsatzschild. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Hoffe ich doch sehr. Da lebt aber noch einer drin. Den machen wir kurz mit der AK nochmal platt. Haben wir eine Kugelhagel, du Drecksack. Jetzt nehmen wir uns mal die FAL. Und da drin ist immer noch einer, der es wissen will. Und noch einer, Mann! Habt ihr nicht langsam mal genug Burschis? Die FAL kurz nachladen. Oh Mist, Verstärkung! Ah, Mist! Zurück! Da werfe ich doch eine Granate rein, komm. Hier. Haha. Und nochmal. Wie konnten die das überleben zum Teufel? Ah, den Typen, da müssen wir auch noch ausschalten. Das machen wir auch noch Granate. Granate! Wie viele Soldaten hat der denn? Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, der Nathan und ich, wir schweben schon auf einer Wellenlänge. Oh ja. Ach, und wieder so ein Fuzzi mit Einsatzschild. Verstecken wir uns nochmal hinter der Badewanne. Pams. Wäre gut, wenn Chloe den jetzt irgendwie von der Seite erledigen könnte, den Typen hier, den Fuzzi mit Einsatzschild, der mir hier zu schaffen macht gerade. Fuck! Nee, das ist nicht gut, was gerade hier passiert. Ha! Wunderbar! Achtung, das Auto geht in die Luft! Ja, ich glaube. Ich glaube. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Heiliger Bimbam, liebe Freunde. Ich mache jetzt aber erstmal eine Sessionpause und wir sehen uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Uncharted 2 Among Thieves. Was?